Und dann haben Sie aber gesagt, das ist es, das würde ich gerne machen. Ja. Das lief dann von selber eigentlich. Ja, ja. Der Schauspieler, den sehen wir. Mit dem geht der ganze Ruhm einer Produktion im Zweifelsfalle nach Hause. Der Synchronsprecher, Sie haben gerade gesagt, der findet jetzt teilweise schon gar nicht mehr im Abspann statt. Das ist so die Arbeit im Verborgenen. Das ist eine Unterbewertung. Unterbewertung. Ja, ja. Das bedeutet auch, man muss ein Stück zurücktreten können. Also sehr eitle Leute, für die wäre das nichts. Ja, es ist zwiespältig. Ja, ja. Aber macht ja das andere auch noch. Es ist ja nicht so, dass man also nur synchronisiert. Man spielt ja auch, ich habe irrsinnig viel Theater gespielt und man hat, wie gesagt, auch Film gemacht und Fernsehen gemacht. Ja. Stehen Sie jetzt gelegentlich noch auf der Bühne? Im Moment nicht, nein. Nein, ich komme gar nicht dazu. Und es hat damit zu tun, spielen ja abends, aber Zeit für die Proben. Denn kein Regisseur kann sich darauf einlassen, dass der während der Probenzeit so und so oft fehlt. Wie viel Zeit nimmt denn diese Synchronarbeit für die Simpsons für Sie im Jahr in Anspruch? Es wird in zwei Staffeln jedes Mal 11 Stück. Das sind dann immer so 14, also im Ganzen so 5 Wochen. Wie lange brauchen Sie, um eine Folge zu synchronisieren? Wie lange müssen Sie da im Studio arbeiten? Das ist auch unterschiedlich, also so anderthalb Tage. Ja, ja. Und weil ich ja allein vor dem Mikrofon stehe, nicht? Aber die Texte haben Sie vorher schon, dass Sie zu Hause schon mal üben können, oder wie geht das? Nein, die habe ich nicht. Ich komme ins Studio. Aha. Ja, weil die werden auch meistens so bis zum letzten Moment erst fertig, die Texte. Ich komme ins Studio und habe das Text vor mir und habe vorne einen Waschzettel drauf, was vorkommt da drin. Aber wahrscheinlich nach 20 Jahren Homer Simpson, wissen kann Sie. Kann mich nicht mehr überraschen. Nein, 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 nein. Er kann dann Sie ist nicht der Regisseur dafür da, der auch aufpasst, dass es genau zusammenstimmt. Passiert ja auch so und so oft, dass du mal was falsch betonst und der Regisseur dann sagt, oh, den Take müssen wir nochmal machen, der schon 3 oder 4 Dinger zurück ist. Da musst du nochmal den Text dir richtig einmerken, weil den hast du schon wieder vergessen. Wie viel Einfluss hat der Regisseur auf die Arbeit? Wer hat mehr Arbeit, mehr Einfluss, Sie als Sprecher oder der Regisseur? Oder kommt das zusammen? 50-50. Also der eine hat genauso viel an dem Erfolg. Man kennt sich ja schon so gut, ich meine, muss ich dazu sagen, dass man bloß ein Wort weiß man schon, lieber so. Ja, ja. Vor vielen Jahren ist die March mal von, wem war das noch, der lange Jahre mit Ihnen zusammengearbeitet hat und die March synchronisiert hat? Alzheimer. Jetzt haben wir es beide vergessen. Wir werden es im Zweifelsfalle. Kommen wir noch drauf. Es ist auf alle Fälle so, dass einige der Sprecher ja schon über diese Produktionen entweder ausgeschieden sind, verstorben sind oder einfach nicht mehr weitermachen wollten. Fällt das eigentlich hinterher auf? Das fällt sofort auf. Sofort, wenn er auf einer der Stimmen drauf ist, die plötzlich weg ist. Bei den tragenden Figuren kommen sofort die Anrufe an den Sender, wieso ist da eine andere Stimme auf dieser Rolle? Uns passierte es ja, uns sind ja 3 Opas, die den Opa gesprochen haben, hintereinander gestorben. Grandpa. Ja, Grandpa, nicht? Hintereinander gestorben. Da sagte der Regisseur, der mittlerweile auch schon leider tot ist, Ivar Kornbrink, sagte zu mir, sag mal, kannst du deine Stimme nicht so verstellen, dass du den auch noch sprechen sollst? Ich sagte, nee. Ich nicht. Ich wollte noch ein bisschen bleiben. Elisabeth Volkmann. Elisabeth Volkmann, ja, sehen Sie, je länger wir hier Ich habe sowieso mit Namen große Schwierigkeiten. Ja, ich gelegentlich auch. Also Elisabeth Volkmann hat viele Jahre die March gesprochen. Genau. Und 18 Jahre bestimmt. Ja, also die war dann praktisch... Die war von Anfang an dabei. Lassen Sie uns zwischendurch... mal in den Fragenkatalog von Marcel Proust hineingucken. Ich würde Ihnen gerne daraus einfach 3 Fragen stellen. Welches sind Ihre Romanhelden? Lieblingsromanhelden? Oh, da wird es schwierig. Ich lese sehr viel, aber Romanhelden in dem Sinn. Ich habe ganz junger Mensch, habe ich ja die griechischen Heldensagen verschlungen und die ganze, wirklich, das liebte ich ja. Also im Zweifelsfalle sind es die griechischen Helden. Was möchten Sie gerne sein? Puh.
Was möchte ich gerne sein? Also Politiker nicht. Kann ich nur sagen. Ja, ich möchte eigentlich möchte ich so sein, wie ich bin. Mhm. Ja. Schön. Und was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Ja, ich lese gerne. Dann schreiner ich gerne. Ich habe unten in meinem Haus habe ich unten einen ganzen Raum, wie gesagt, eine richtige Schreinerwerkstatt eingerichtet. Und das sind auch wieder Gene, die da rauskommen. Mein einer Großvater war Arzt in Freiburg und hatte sich in seiner Villa unten eine Schreinerwerkstatt eingerichtet, weil er so gern geschreinert hat. Es sind von diesen beiden Großelternteilen eine des Schreinern übrig geblieben beim anderen Schauspielern. Toll. Was schreinern Sie? Alles. Alles? Ich habe auch zum Teil, größten Teil meine Möbel selber gemacht. Das ist ja wunderbar. Das ist ein schöner Ausgleich auch. Ja. Die ersten Male, ich konnte früher als Junge, konnte ich ja nicht mal einen Nagel in die Wand reinschlagen. Ich habe mir auf den Finger geklopft. Ja. Und ich habe auch sehr oft Scheiße gesagt, wenn es sich gelangt. Aber das lernt man auch. Ich sage ja immer, wenn man etwas will, dann gelingt es einem auch. Da unterscheiden Sie sich ja dann auch von Homer, denn sowas würde der ja nie hinkriegen. Also wenn ich mir vorstelle, wenn Homer anfangen würde zu schreinern, also ich sehe das schon vor mir, wie eigentlich alles zu Bruch geht. Ja, er will schon, aber er hat keine Lust dazu. Ja, das bei Homer ist, am Ende funktioniert es dann einfach nicht, weil er eine Schraube nicht festzieht. Ja, er will es schon machen, er sagt, gezwungenermaßen mache ich das, aber Lust hat er keine dazu. Und da kommt natürlich das dann raus, dass es nicht gelingt. Ja, wenn er dem armen Bart ein Fahrrad zusammenbaut, dann weiß man genau, dass der damit bis zur nächsten Kurve kommt und dann fällt es auseinander. Natürlich. Also da unterscheiden Sie sich dann schon. Also doch, ja, das steckt nicht diese Eigenschaft. Nein, wenn ich etwas will, dann bin ich schon so stur, dass ich das dann durchziehe. Ja. Wie ist das, wir kennen ja Homer alle auch, weil er gerne in seine Stammkneipe geht, sein Bier trinkt. Man sieht es ihm ja auch ein bisschen an. Sie leben in Bayern. Lieben Sie auch das Bier? Nein, überhaupt nicht. Ich vertrage es nicht. Aha. Nee. Was trinken Sie stattdessen? Whisky. Whisky oder Gin oder, ja, scharfe Sachen. Mhm. Wodka. Und das regelmäßig? Und das vertrage ich viel besser. Mein Arzt sagte mir schon vor 40 Jahren oder noch länger her, als ich immer mit der Magensäure zu tun hatte, hat er zu mir gesagt, wissen Sie was, wenn Sie es mit der Magensäure, wenn Ihnen das nach Wein und Ding und all diesen Dingen, die Magensäure, trinken Sie doch scharfe Sachen. Mhm. Werden Sie das nicht haben. Und es stimmt. Da müssen Sie aber auch gute Gene haben, wenn Sie das dann so gut vertragen können, oder? Ich vertrage das sehr gut. Also ich konnte früher, muss ich dazu, das Schrecken jeder Party. Ja. Je mehr ich getrunken habe, desto nüchterner wurde ich. Ach so? Ich konnte früher wirklich in der Nacht eine Flasche Whisky trinken. Ja. Was natürlich selten vorkam. Also nicht so, dass ich nur ein Säufer bin. Eine Flasche Whisky trinken, ohne blau zu werden. Aha. Und das haben sich furchtbar viele Leute geärgert drüber. Ja. Die mich immer versuchten, dann blau zu kriegen. Aber das wäre auch, da unterscheiden Sie sich dann auch wieder von Homer, denn bei Homer geht das ja dann in der Regel eigentlich nicht gut. Nein, wenn der ein paar Daftbier getrunken hat, dann ist er dann völlig weg. Ja, dann wird es ganz traurig um ihn. Ja, ja. Und zu Hause wird es dann meistens noch trauriger. Noch schlimmer, oh Gott. Für seine Frau, wenn die ihn dann zu Hause hat, dann hat die ganzen Probleme mit ihm. Wie würde sich Homer Simpson jetzt von uns verabschieden, wenn wir dieses Gespräch leider Gottes zu Ende bringen müssen? Ja, wir sagen, es ist schade, dass wir schon wieder aufhören müssen. Nein, eigentlich müssen wir uns mal treffen und ein paar Daftbier trinken. Oder er würde uns mit seinem wunderbaren Nein verabschieden, wenn Sie das uns vielleicht gerade noch machen. Nein! Herzlichen Dank, Norbert Castell. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Okay, war schön, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.